Ja, hallo Panther-Fans, ich bin Björn Barter und spiele dieses Jahr mit der Nummer 33. Björn, jetzt bist du nach 5 Jahren wieder hier in Ingolstadt. Damals hast du 11 Tore geschossen. Wären es dieses Jahr 12? Müssen eigentlich, oder? Ja, ich hoffe. Man sollte sich als Spieler immer Ziele setzen und natürlich will man immer besser sein als in den vorangegangenen Jahren. Und das ist so eine gute Idee, wenn es 12 werden würden. Du hast immer gesagt, wenn das mit dem Eishockey nicht klappt, willst du Lehrer werden. Was gefällt dir an dem Job? Ja, weiß nicht, meine Mutter, meine Großmutter haben mir das vorgelebt, die waren es selber, die haben viel Freizeit gehabt. Es ist natürlich, es ist das eine Gute, man hat gut Ferien. Auf der anderen Seite ist es aber auch, oder ist es eine Sache für mich, jungen Leuten etwas beizubringen und deswegen, da würde der Lehrerjob halt gut hinfallen. Dein Bruder, der Alexander und du, ihr würdet ja gerne mal zusammenspielen, habt doch immer wieder gesagt. Warum hast du ihn dieses Jahr nicht für Ingolstadt begeistern können? Das ist eine gute Frage. Ich glaube eher, dass er ja schon oder jetzt letztes Jahr in Schweden war, in Schweden bleiben wollte und sich da sehr wohlfühlt. Natürlich ist es immer noch unser Ziel, irgendwann zusammenzuspielen, aber irgendwann läuft uns auch, glaube ich, die Zeit davon. Ist in Ingolstadt jetzt alles besser geworden im Vergleich vor 5 Jahren oder hat sich nicht viel verändert für dich? Ja, bis jetzt bin ich ja seit ein paar Tagen erst da und ich finde, das ist alles gleich geblieben. Es sind viele neue Leute vor 5 Jahren. Geschäftsstelle hat sich ein bisschen verändert. In der Mannschaft ist eigentlich nur noch der Jakub Fitschnetz da geblieben oder übrig geblieben. Und ich bin aber froh, wieder hier zu sein und das ist das Wichtige. Letzte Frage. Welchen Mitspieler würdest du gerne einen Eimer Wasser über den Kopf schütten? Wer ärgert dich? Ha. Mitspieler oder Gegenspieler jetzt? Mitspieler. Naja, dann schütten wir dem doch den Sean O'Connor den Wasser über den Kopf, den Wassereimer über den Kopf. Warum? Ja, weil ist ein Spieler, der, den man sehr gerne in seiner eigenen Mannschaft hat, aber ich ihn bis jetzt noch nicht hatte und der mich in der Vergangenheit geärgert hat oder beziehungsweise ein sehr unangenehmer Gegenspieler war. Und dann kann man jetzt mal ein bisschen was zurückgeben.